Seid ihr auch immer Broken Tears of the Kingdom? Edelsteine und Monsterteile will man eigentlich nicht mehr verkaufen, weil sie jetzt nützlich sein können. Und Rüstungen kosten so viel Geld wie eine Gucci-Handtasche. Aber ich verrate euch eine einfache Rubin-Farm-Methode, die ihr noch nicht kanntet. So könnt ihr echt in kurzer Zeit einfach und schnell Rubine farmen und es eignet sich auch sehr gut für Leute, die gerade erst angefangen haben. Macht euch einfach auf den Weg zum Berg Satori. Dort ist nämlich ein Schrein und genau neben dem Schrein gibt es eine riesengroße Apfelplantage. Farmt einfach die ganzen Äpfel von dort. Bei einer vollen Ernte sind es ca. 150 Äpfel. Am besten habt ihr ein, zwei Äxte dabei, damit ihr die Bäume fällen könnt. Keine Angst, sie wachsen auch wieder nach. Aber so könnt ihr die Äpfel am einfachsten ernten. Achtung, unter den Bäumen sind aber auch ein paar Gegner. Danach kocht ihr jeweils 5 Äpfel zu Kochobst. Den Vorgang wiederholt ihr, bis ihr keine Äpfel mehr übrig habt. Das Gericht könnt ihr dann für 27 Rubine verkaufen. So kann man innerhalb von 10 Minuten bis zu 800 Rubine machen, welches gerade am Anfang sehr viel Geld ist. Folgt mir für mehr Gaming-Tipps und Videos.